Werte Ladies, werte Lords, seid gegrüßt und herzlich willkommen zur 17. Runde von Dation und Gutstein. Schön, dass ihr da seid. Noch rund 190 Punkte, die wir brauchen, um endlich die Abteikirche bauen zu können. Wir haben das letzte Mal hier das Marmorvorkommen erschlossen, weil wir einfach mehr Handel treiben müssen. Relativ neu ist ja auch die Kingston Abbey Handelsroute, die wir mit den Skripten freigeschaltet haben. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier die ganzen Stufen noch mal ein bisschen ausbauen. Nach Northbury haben wir ja glücklicherweise schon die Stufe 3. Nach Middle, ja leider erst die Stufe 1. Nach Kingston, Abbey und Davenport ebenfalls auch nur Stufe 1. Und da müssen wir halt irgendwelche Waren herstellen. Also generell irgendwie Geld machen und damit Prunk herstellen, irgendwo, egal wo. In der Taverne wollte ich das als nächstes machen, weil wir hier den neuen Bauraum ausgewiesen haben. Und mit dem mehr Geld, das wir machen, mit dem höheren Handelsaufkommen, steigen wir dann automatisch auch in den Stufen. Und die bringen uns ja dann auch wieder Wohlstandspunkte. Als erstes, weil wir es gerade haben, war diesen Monat 450 Gewinn gemacht, letzten Monat minus 73. Das war letztes Mal ein Auf und Ab. Wir waren irgendwo mal in den Miesen, dann waren wir wieder gut dabei. Jetzt haben wir gerade ordentlich Geld. Ein bisschen davon möchte ich jetzt hier erstmal in den Prunk für die Arbeiterschaft setzen. Bei... Warum habe ich das nicht? Da ist es. Bei der Taverne. Lass mal hier irgendwo mal ein paar hübsche Sachen aufstellen. Zu weit weg. Das ist aber schade. Dann tricksen. Ein hübsches Gasthofschild. Oh, das ist ja süß. Genau. Ha. Für die müden Wanderer. Wobei, eigentlich passt das hier nicht. Was haben wir hier? Ein Fassschild. Ein Fassschild wäre besser. Weil eigentlich ist das ja hier nicht zum Übernachten, sondern nur zum Bärendings trinken. Zum Übernachten ist ja das Dormitorium. Beziehungsweise, nein, oder Moment, das hieß nicht Dormitorium, das hieß Hospitium. Was haben wir hier noch? Ein gedeckter Stall. Ja klar, wer da irgendwie geritten kommt oder zu Pferd, ne, der kann dann parken. Parkraumbewirtschaftung haben wir ja oben auch schon mal angefangen gehabt. Irgendwie sieht das komisch aus hier. Sieht es ein bisschen aus, als würde es hier zu dem Lager gehören, aber was soll's. So ein Prunk. 2, 3 Prunk oder irgendwas, das wir da machen. Ist jetzt noch nicht so der Bringer. Was ist denn das? Warum habe ich denn da einen Fangpunkt für einen Wetterhahn? Das ist ja... Na gut. War trotzdem noch nicht fertig hier. Wieder zurück. So, was können wir denn noch anbauen? An prunkigem Zeug. Das ist wieder alles nur Hübschkram. Leider. Obwohl, hübsch macht hübsch. Ne? Wenn da die... der Wegweiser. Die neuen ansiedeln sollen und da Fachwerk bauen sollen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Und nie verkehrt eine kleine Bank, damit sich ältere und müde Gutsteiner oder Reisende ausruhen können. Ich hoffe, die bauen hier tatsächlich mal irgendwann irgendwas. Was ist das? Habe ich denn was Neues hier? Militärfort. Ja, nee, das will ich nicht haben. Ja.
Also vom König sagen wir uns los hier, wir machen, da sind wir auch viel zu weit hier in dem Minus. Bei der Arbeiterschaft kommen wir da mit dem Einfluss und dem Prunk dann irgendwie nochmal auf eine sinnvolle Zahl, aber beim König will ich das gar nicht machen. Wir haben Wandermönche zu Gast. Ja, kommt einfach ran, ihr braucht euch nicht anmelden. Aber sinnvollerweise reserviert ihr einfach im Voraus. Wir sind denn gerade da hier? Ja, passt schon. Ne? Platz für 13 Leute haben wir noch. Und ordentlich groß. Das Hospitium. Schön. Schauen wir mal, was die... was der Verkauf macht. Und der Handel mit dem Marmor auch. Oh, letzten Monat deshalb. Richtig viel Gold ausgegeben für Werkzeuge. Oh gut, die werden wir schon irgendwo für gebraucht haben. Wo haben wir Marmor? 6 Einheiten Marmor, 27 Gold, Kräuter, meine Güte. 90 Kräuter, 260 Gold. Wir haben haufenweise Brote verkauft. Keine Bretter. Wieso keine Bretter? Weil wir keine Bretter haben. Hatten wir nicht eine zweite Tatsache? Okay. Hauptsache, die kommen noch hier hinterher mit dem Holz liefern, aber das sieht so aus. Weil die ganzen Bretter haben wir verkauft. Haben wir da eine Beschränkung drin? Ja. Nee, die haben wir nicht verkauft. Die haben wir selber verbaut. Klar, haben wir auch keinen Gewinn gemacht damit. Ja gut, wir sind ja auch ständig am Bauen, am Erweitern hier. Von daher passt das. Gut, dass wir jetzt auch schon mal mehr produzieren. Hoffentlich können wir das dann auch bald verkaufen. Aber ich will es jetzt damit nicht übertreiben, will jetzt hier nicht den ganzen Forst nur zum Schlagen der Bäume nehmen, um damit die Handelsroute anzutreiben. Und unsere Steuern sind ein bisschen gesenkt. Bei 5%. Na gut. Erstmal noch zulässig. Beziehungsweise diesen Monat hätten wir das noch nicht mal gebraucht. Aber lassen wir das mal noch ein bisschen laufen. Aber wir müssen ausgeben. Unsere Schatzkammer ist fast voll. Was können wir da Sinnvolles bauen? Wir können Kleidung verkaufen, das tun wir, glaube ich, auch relativ gut. Ah, Marmor. Hervorragend. Stimmt, letztes Mal schon irgendwie festgestellt. Mit Mittel sollten wir relativ gut Handel treiben können. Weil wir Kleidung und Marmor verkaufen. Kleidung, Marmor und Käse. Kleidung, Marmor und Käse. Marmor, ja. Kleidung. Kein Käse. Warum nicht? Weil wir einfach zu wenig haben. Milch haben wir ein bisschen. Wir machen da draußen ein bisschen Käse. Ja, das reicht einfach nicht. Gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwie was anderes herstellen können. Marmor bauen wir ja schon ab, was abzubauen geht. Mehr Leute kriegen wir da nicht ran. Das Lager ist auch nicht gefüllt, also wirklich alles, was wir da rausgeholt haben, wird dann auch verkauft. Das landet dann erstmal hier hinten. Okay, das dauert ein bisschen, aber das ist jetzt nicht... dass das sich eher irgendwie staut und nicht verkauft werden kann. Es landet ja hinten in dem Lager. Das heißt, der nächste Händler kauft das dann auch gleich wieder weg. Fisch. Fisch verkaufen wir auch. Nein, Fisch kaufen wir.
haben wir auch gar nicht so wirklich viel. 68 Fisch hier. Bis zu 30 kaufen wir. Also wir machen immer noch mehr Fisch, als wir verbrauchen. Aber wir haben halt auch nur diese zwei kleinen Stellen, wo ich jetzt auch nicht noch viel mehr Fischer hinsetzen möchte. Weil das eigentlich dem Konzept, wie es mal gedacht war, nicht entspricht, nämlich das Ganze hier klein zu halten. Ich will ja jetzt hier keine industrielle Fischerei haben. Was können wir denn mit dem Brot machen? So ein bisschen Bauer. Das geht ja immer. Haben wir 133 Stück von. Ja, davon ein bisschen mehr verkaufen wäre ganz nett. Verkaufen wir sogar... Nee, verkaufen wir nicht an Mittel. Das verkaufen wir leider dann an Davenport. Aber gut, was können wir denn noch an Davenport verkaufen? Honig, das machen wir ja auch. Wachs verkaufen wir auch. Und Schweine, ich glaube, die verkaufen wir nicht. Wo haben wir die Schweine? Nee, wir verkaufen auf gar keinen Fall Schweine. Weil wir nicht irgendwo Fleisch verkaufen können. Und Fleisch ist dann, wenn man es so in Teilen verkauft, mehr wert. Es ist so oder so schon mehr wert. Also wir kriegen ja, weiß ich nicht, mehrere Teile Fleisch raus. Und das Fleisch ist auch noch mehr wert. Also Schweine verkaufen, keine gute Idee. Das heißt, wir können nur mit Wachs, Honig und Brot die Route nach Davenport ausbauen. Allerdings verstehe ich schon wieder nicht, warum hier... Ach doch, Verkauf, das passt sogar diesmal. 50 von 50. Na, dann hoffe ich, dass hier irgendwann mal die Anfrage kommt, dass wir das dann verbessern können. Nach Kingston Abbey haben wir hier auch die 50-50, also 50 von 50. Weil letztes Mal hat er auch irgendwas nicht gestimmt gehabt. Aber jetzt sieht's gut aus. Dann ist es hoffentlich einfach mal irgendwann soweit. Oh, hier könnten wir noch... Ist das im Territorium? Nee, natürlich nicht. Weil das Eisen möchte ich nicht abbauen, was hier mitten im Dorf steht. Der Bergbau gehört einfach nicht mitten in die Stadt. Das Marmor wollten wir sowieso abbauen. Brauchen wir ja später dann auch noch für die... nicht die Kathedrale, für die Abteikirche. Hallo? Ich lass mich wieder ablenken, aber hier fehlt was. Nein. Nein. Der Turm ist schon wieder schräg drauf. Na super. Das ist sehr schade, aber das mache ich da nicht. Soll nicht einfach so. Achso, nee, Moment. Kein Prunk mehr für die Kirche. Erstmal zumindest. Sondern für die Arbeiterschaft. Hier können wir ein bisschen was an Prunk raufsetzen. Mal gucken, was finden wir denn da Schönes? Ein Schornstein. Ein Schornstein ist gut. Nicht, dass im Winter dann das gute Gold gefriert. Außerhalb ist. Ach du mein Gott. Ja. Ja, ist ja gut. Wie? Muss verbunden sein. Ja, wie? Muss verbunden sein. Ach so. Das geht. Ach so. Na gut, wenn das so muss, dann muss das so. Was können wir noch machen? Das macht einen Prunk für ein Gold. Irgendwo hatten wir doch hier schon mal so eine Parkgarage für Pferde. Da haben wir. Hier hinten bei dem heimeligen... Ach du Schiede, was macht der denn jetzt? Machst du das öfter? Kommst du da nicht mehr raus? Findest du keinen Weg? Wirklich? Ach, ihr macht mich fertig, ihr Kleinen. Machen wir hier hinten nochmal einen Holzvorrat. Dann hat er wenigstens einen Grund, da rein und raus zu laufen. Kann man ihn auch auf die andere Seite stellen, oder ist das nicht mehr im Territorium? Natürlich. Wow.
Warum frage ich auch? So. Haben wir. Und noch irgendwas Hübsches? Ja, Fässer dann eben auch. Können Sie sich da hinten so ein kleines Fischlager oder sowas hinstellen? Rollmops. Was? Baut das und weiter. Wer bist du? Brot, Kräuter und Beeren? Nö. Tschüss. Aber wo ist dieses Ding hier her? Da wundere ich mich die ganze Zeit schon, dass es unsere Kirche. Jetzt bin ich noch schwerer verwirrt. Wo ist jetzt die Kirche hin? Ah, ein Wunder. Na gut, weg. Ich glaube, das war die eine Kirche, die hier irgendwie in dieser Liste noch aufgetaucht ist. Bei den Steuern irgendwo. Jetzt haben wir eine Dorfkirche, eine Kapelle und eine Steinkirche. Jawohl, jetzt passt das. Boah, letzten Monat 580. Ja. Schön. Wohin soll ich jetzt so schnell mit dem Gold? Wie sieht denn weiter der Handel aus jetzt hier? Was sagt der Handel? Was sagt der Handel? Was sagt der Handel? Der Handel sagt nichts. Wir müssen den ersten Tag haben. Nee, haben wir nicht. Wir haben den vierten Tag. Noch keine Händler da gewesen. Da kommen aber schon zwei. Kommt, macht mal hin. Ich möchte nur sehen, wenn ihr was kauft, wie das dann da hochploppt. Woher kommst du aus? Kingston Abbey. Okay. Du kleiner. Meine Güte. So, was hat er jetzt gemacht? Hat er was gekauft? Nee, hat er nicht. Wieso? Hast du ein Stück gekauft? Fleisch, Brot, Käse. Ja, komm. Ja, was hast du? Warum läufst du da überhaupt hin? Da ist doch überhaupt nichts, was du kaufst oder verkaufst. Kennst dich doch nicht so aus hier, ne? Jetzt aber. Okay, ich habe nur keinen Plan, was. Hat halt irgendwas gekauft. Was haben wir denn hier? Brot. Hast du Brot gekauft? Oder Kräuter? Nee, Brot hast du nicht gekauft. Kräuter hast du gekauft, ne? Kräuter und Wein hat er gekauft. Glaube ich. Vielleicht. Weiß nicht. Aber wäre möglich. Und jetzt ist das hier auch gut im Roten, in den roten Zahlen. Also die roten Zahlen sind gut. Also das, was hier hinter dem roten Dings ist. 43,50. Leider nur. Ich hoffe, er findet noch was, was er irgendwie kaufen möchte. Naja, Honig zum Beispiel. Und Beeren, die wir ja dummerweise nicht verkaufen. Weil wir haben einfach zu wenig davon. Ja doch, verkaufen tun wir die schon, aber ab 200 Stück, was ja Quatsch ist. Ja, ach man. Na gut, ist jetzt erst die zweite Woche. Vielleicht schafft es ja noch ein Kingston Abbey Händler. Ne, der ist aus Mittel. Wo ist der andere hier? Du bist aus Northbury. Ne, da kommt doch nicht noch einer. Der würde glatt Northbury auch nochmal Bären kaufen. Bin mir nicht mehr sicher, ob der Verkauf der Bären
ausreichen würde, um das Grundstück, die 30 Münzen pro Monat irgendwie einzubringen. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte nicht noch mehr Grundstücke hier haben. Nur für irgendwie so ein Bären-Dingsbums. Hier könnte ich ja noch mal irgendwie mit mir reden lassen. Wäre hier noch eine Beere, weil dieses Grundstück brauchen wir sehr wahrscheinlich dann doch noch mal irgendwie für die Abteikirche. Aber... machen wir das. Es sind zwar keine Bären da, aber dann können wir wenigstens noch mal ein bisschen mehr Fisch holen. Das ist ja auch schon mal gut. Auch wenn wir den Fisch nur essen oder verkaufen können. Eigentlich will ich es nicht. Vielleicht gibt es jetzt hier erstmal noch irgendwie eine andere Möglichkeit, die Handelsroute nochmal ein bisschen zu stärken. Und hier haben wir es nicht geschafft, die 50 zu erreichen, leider. Brot, Wachs und Honig. Sieht's denn... oh. Mit unserem Honig sieht es auch nicht so gut aus. Was mit dem Wachs? Der Wachs ist auch jetzt nicht so prickelnd. Nee, wo ist der Wachs? Nee. Also hier wird es schwierig bei Davenport, wie es ausschaut. Ist ja, denn wir haben irgendwie wieder mal einen Monat, wo wir richtig gut Brot verkaufen können. Ja, eigentlich müsste Mittel noch halbwegs einfach sein, wenn wir Fisch verkaufen könnten. Marmor und Klamotten, wobei wir auch bei den Klamotten aufpassen müssen. Weil wir die ja auch selber verbrauchen. Wie haben wir denn hier schon wieder? Nein. Weizen für den König. Können wir das machen? Haben wir den Weizen da? Ich weiß es nicht. Wo haben wir den Weizen? Wo ist... ja. Ich würde sagen, nö. Geht nicht. Haben wir nicht. Ganz einfach. Ja, und ich hatte mich auch noch nicht entschieden, ob ich dann letztlich hier noch eine neue, also ein zweites Winzerei-Dingsbums, eine Weinkellerei hinsetzen möchte ins Kloster, weil wir haben einfach unglaublich viel Trauben. Auch das möchte ich eigentlich nicht, aber es bringt gut Geld ein. Die Alternative wäre, wenn man hier das Gebiet ein bisschen verkleinert. Vielleicht braucht man dann nur noch zwei Weinbauer oder einen, je nachdem, um das Ganze dann ein bisschen knapper zu versorgen, weil wir haben ja die ganze Zeit hier einfach unglaublich viele Trauben und das ist schade. Da könnten die dann irgendwie anderweitig sinnvoll eingesetzt werden, weil Wein haben wir irgendwie genug, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber mit dem Honig könnten wir halt auch noch mal ein bisschen handeln. Der ist auch ziemlich viel wert. Ja. Und dann, wie viele haben wir denn hier? Zwei Imker. Ja, mit dem... ich weiß jetzt nicht, wie lang die Produktionszyklen sind. Aber der Wein ist gleich viel wert wie der Honig. Für den Honig bräuchten wir aber nur zwei Brüder. Und um Wein herzustellen, brauchen wir mindestens zwei Brüder, die dann als Winzer und wenigstens wahrscheinlich nochmal einen oder zwei, die als Weinbauer tätig sind. Das wäre nicht schlecht. Vorausgesetzt, gleiche Produktionszeit.
Aber ich glaube, wir haben auch keine Brüder, die irgendwie gelangweilt in der Gegend rumstehen. Wo? Was? Da? Sondern die sind, glaube ich, alle irgendwo da beschäftigt. Das zumindest ist schon mal gut. Ich wollte gerade sagen, dann könnte man welche abziehen, davon Kräuter zu machen, aber... Ach nee. Doch, könnte man machen, weil Kräuter sind 3 wert. Und Wein und Honig 5, das würde sich, denke ich mal, immer irgendwie rentieren. Wir haben allerdings auch immer noch keine Klosterküche, weil wir haben gesagt, haben wir Klostermahl. Das heißt doch dann, dass wir eine Klosterküche haben müssen. Wo ist die Klosterküche? Wo ist die Klosterküche? Wo haben wir die Klostermahlzeiten oder das Klostermahl? Haben wir doch gar nicht hier drin in der Liste, ne? Himmel! Ich will die Liste. Wo haben wir? Klostermahl. Fisch, Beeren, Käse. Ne, ist Schlafraum geworden, genau. Klostermahl. Ne, hier muss die... Weil da fällt noch einer weg. Wo haben wir das hier? Das ist das Nebengebäude ohne Funktion. Nein, warum klicke ich da drauf? Nebengebäude ohne Funktion. Da. Dann können wir da draus eine Klosterküche machen. Ist aber halt... Also 2 Kräuter... dafür aufzuwenden. Das Wasser ist ja jetzt nicht das Problem, aber 2 Kräuter für einmal, das halte ich für ganz schön hart. Ist doppelt so viel wie Fleisch. Vom Wert her. Nebengebäude ohne Funktion. In Klosterküche. Ja, mach mal. 0 von 4 Köchen. Bitte was? Ich wollte einen. Höchstens. Meine Güte. Was? Ich muss mal gucken. Wenn man dieses Ding jetzt hier umbaut, wo haben wir es? Nebengebäude ohne Funktion, wenn wir das zu einer Klosterküche machen. Wie viele... 2 Köche. Ach je. Ne, das geht auf gar keinen Fall. Also ich möchte da nicht 4 Leute in der Klosterküche beschäftigt haben. Ich möchte auch keine 2 Leute im Klo beschäftigt haben, die dann da irgendwie Nahrung machen. Schnell wieder zurück hier mit dem Quatsch. Machen wir's. Klosterküche. Nee. Abort. Nebengebäude ohne Funktion. Jo, bitte. Necessarium. Aber wieso heißt das nicht so? Hier bei den Gästen haben wir das so genannt. Necessary. Irgendwas ist da falsch. Um Himmels Willen. Nochmal. Necessary. Uppala. Oh. Aber die Mönche waren fleißig. Wir können wieder hier irgendeinen befördern. Das heißt, wir haben dann auch gleich jemanden, der in zu Werke gehen kann. Dachte ich. Geht er jetzt doch lieber auf Klo? Nee. Hm? Wo seid ihr denn jetzt alle beschäftigt, ihr Kleinen? Okay, 2 Oberhäupter der Refektorien oder Refektoriums, ich weiß es nicht, was das korrekte Plural ist. 2 Imker, 2 Winzer, 3 Weihbauer,
6 Schreiber, 9 kräuterkundige Einsammler und kein Koch. Wo haben wir denn jetzt den Beförderten verloren? Im zweiten Refektorium? Oder? Na gut, wir warten bis zum nächsten und gucken dann. Ich hoffe, dass die Novizen, wenn sie befördert werden, auch bei den Kräutern bleiben. Also, dass sich der Bruder nicht zu schade ist, hier die Kräuter zu machen. Das wäre doof. Und wieder ungenügende Unterkunft. Ich werde ja wahnsinnig. Also sie bauen auch nicht. Die ganze Zeit jetzt hier ist ja ausgewiesen als Baugebiet. Aber ne, die denken ja nicht dran. Attraktivität. Nicht hoch genug. Was können wir denn für euch tun? Womit können wir das Ganze hier attraktiver machen? Zeigen wir mal die Grenze an hier. Einen Brunnen müsstet ihr eigentlich irgendwo in der Nähe haben. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber so ist das mit dem eigentlich. Wir setzen mal noch einen hin. Sicherheitshalber. So, dann ist das da hinten nicht ganz so schön hellgrün wie anderswo. Also wir müssen noch irgend mehr hübscher machen. Können wir das hier einfach umsetzen? Nö. Das wäre natürlich klasse. Nein, ich will nicht noch mehr Büsche da machen. Da finden wir was anderes. Allgemeine Dekoration. Was haben wir denn noch hier? Ja, natürlich immer eine gute Idee. Eine Holzbank. Ein bisschen weit ab hier, aber was soll's. Ja, wir machen hier auch noch mal eine. Eine kleine Holzbank am Ende des Waldes. Um diesen Stein anzugucken. Der so versteckt da hinten irgendwo auf diesem kleinen Hügel liegt. Hat bestimmt irgendeine religiöse Bedeutung, bin mir nicht sicher. Was haben wir noch? Hier. Ja. Leinen. Wegweiser. Wegweiser immer sehr wichtig. Glaube ich. Was ist denn das? Oh, baut ihr da was? Wirklich? Mensch. Dass ich das noch erleben darf. Setzen wir mal hier irgendwie. Hinterding. Was haben wir denn hier? Ein Wohnhaus. Ja klar. Das macht Sinn. Aber ein bisschen schneller. Jetzt haben wir hier so eine lustige Wanderroute zum nächsten Brunnen. War das jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Aber gut. Jetzt habt ihr wieder kaum Platz, hier irgendwo zu bauen, ne? Ach, prima. Hey, Hauptsache, da kommt hier auch dann irgendwann tatsächlich nochmal ein bisschen Fachwerk hin. Oh, Fachwerk hin. Jo. Endlich mal ein Fachwerk. Sehr schön. Allerdings, Gebäudedichte 1. Das ist aber gar nicht so schlecht. Dann können sie das einfach erweitern, wenn nochmal einer eins braucht. Weiß ich jetzt gar nicht. Wo haben wir denn die Unzufriedenen? Gut, da einer. Einer. Wo arbeitest du denn? Na guck doch mal, das ist doch perfekt. Baut das aus, dann habt ihr doch da alle richtig hübsches Zuhause. Dass die sich aber auch so haben hier. Und warum mal jetzt hier eigentlich... Ach, vergesst's. Luft lang, wo ihr wollt. Ist mir jetzt auch wurscht. Macht ja da auch gar keinen Sinn. Wenn ich da einen Wegweiser hingesetzt habe, ne? Ich probiere es einfach. Vielleicht passt ja auch da nochmal irgendwie ein Häuschen hin. Da ist noch so schön knallgrün. Was finden die da hübsch? Oh,
Oder ich will weiter knallgrün machen. Geht aber nicht. Warum nicht? Die Reichweite ist ja echt der Hammer. Ist mir eigentlich auch wurscht. Hier, komm, mach noch eine Sitzbank. Aber Hauptsache, macht die Häuser nicht kaputt. Ist das hier wenigstens auch wieder ein... Nö. Obwohl, stand ja eben auch nur Wohnhaus da. Ist auch nur Wohnhaus. Nur halt mit Gebäudestufe 2. Ah, genau wie das. Jawohl. Das heißt, das hier wird auch ein Fachwerk. Na endlich. Na endlich. Was zum Henker. Ach du Shit. Ach komm, echt jetzt. Hier einmal mitten durch die ganze... Puh. Ja, was mache ich da auch das dumme Schild hin, ne? Jetzt mal wieder aufräumen, den ganzen Mist hier. Da sieht man nix. Wie können die da durchlaufen? Das nächste Mal gibt's Sträucher mit Dornen. Jawohl! Fachwerk. Endlich Fachwerk. Was hat gefehlt? War es der Brunnen? Wirklich? Kann er nicht. Hier in der Reichweite war doch auch ein Brunnen. Egal. Endlich Fachwerk. Oder die freuen sich jetzt einfach, dass sie hier wieder querfeld einlaufen dürfen. Das war ihnen zu weit. Und durch den dunklen Wald haben sie sich nicht getraut. Aber jetzt, wo sie wissen, dass hier hinten so ein hübscher Stein ist, den man sich angucken gehen kann, da freuen die sich und bauen dann hier auch wieder Häuser. Kann ich nochmal weiter gucken, ob wir hier noch irgendwie ein bisschen Prunk. Einfach noch ein bisschen mehr Prunk. Irgendeinen Prunk. Haben wir hinten noch irgendwie was für die Arbeiterschaft? Den Prunk können wir hier nicht machen, ne? Hier ist alles nur Verhübschungsmaterial. Ja, na super. Hier hinten haben wir ja gar nichts, wo wir irgendwie Arbeiterschaft Prunk machen können. Ist ja nur die Taverne und hier unser Touristeninformationszentrum. Ach du Schande. Ach nee, der Markt auch noch. Ah, der Markt, natürlich. Probieren wir mal noch ein bisschen mehr Prunk beim Markt drin zu quetschen. Was haben wir denn da? Ja, das gleiche wie immer. Viel mehr wird's nicht. Aber haben wir hier schon eine Garage für reitendes Volk? Nö, machen wir hier hin. Sieht auch fast so aus, als wäre es für eine Kuh. Von daher, ganz okay. Was haben wir da hinten? Für den Käser noch mal so 1-2 Fässer. Das passt sicherlich auch noch ganz gut. Gedeckter Stall ist zu weit weg. Auch ein bisschen zu groß. Aber hier passt es schön hin. Allerdings nicht so, sondern mit der offenen Seite wieder. Sonst ist das ja Blödsinn. Den nehmen wir mal schnell wieder weg hier, bevor es einer sieht. Dann können wir hier auch nochmal ein Fässchen hinpacken. Ich glaube, damit verhindere ich jetzt auch schon wieder, dass das Ding hier irgendwo ausgebaut werden kann, aber was soll's. Ach Mann. Ach ja. Ach je. Oh weh. So. Hier, ihr kriegt nochmal eine Tränke. Ich hoffe, ihr könnt da drum rumlaufen. Was kostet's? Nix. Bretter kostet's. Ja, haben wir zum Glück ein paar da. Hier oben noch irgendwas hübsch machen. Nochmal ein paar Schilder für den Markt oder so. Achso, da haben wir schon ein Schild für Nahrung. Dann machen wir hier noch ein Schild für Nahrung. Mit ein bisschen Werbung sieht das einfach viel besser aus. Und dann würde ich mich freuen, wenn endlich mal eine Nachricht kommt, dass wir hier eine Handelsroute ausbauen können. Können wir noch irgendwie was Sinnvolles hier freischalten? Mal schauen. Allgemein. Ja, nee. Minenförderung. Ich glaube, das bringt uns nicht viel. Ja,
Jawohl. Unterhalt von Klerusgebäuden um 25% reduziert. Jawohl. Geld sparen. Da bin ich ja gespannt. Wo müssten wir das sehen? Bei Unterhalt, ne? Logistik. Nee, nicht Logistik. Nicht Ressourcenproduktion, nicht Nahrungsmittelproduktion, nicht Warenproduktion. Gottesdienst. Verwaltung allgemein ist Kloster. Bei Verwaltung, na gut. Kloster hatten wir letzten Monat 196 an Unterhaltskosten. Na mal sehen. Ja, das ist aber auch 38 für das Marmorvorkommen. Jo. Okay, das senkt den Gewinn nochmal deutlich. Da haben wir statt 95 eher so um die 60 an Gewinn gemacht. Wo haben wir Warenproduktion, Schäferei, Schneiderei, Weberei, Schäferei, minus 20. Aber wir haben eh keine Hemden mehr verkauft. Wahrscheinlich einfach zu wenig im Lager. Nahrungsmittelproduktion. Bäcker geht so, Fischer ist gut, Fleischer ist gut. Gut, Jagdhütte geht auch. Käserei ist einfach mal teuer. Käserei, Milchviehhof. Die Weizenfarmen sind okay. Was haben wir denn insgesamt? Bäckerei, 9. Oh, rund 30. Rund 30 dafür, dass wir 120 Gewinn machen konnten. Das ist okay. Also Umsatz. Und 90 Gewinn. Vielleicht sollten wir weiter in Brot machen. Eine schöne günstige Kette. Wir könnten auch noch mehr in Fleisch machen. Das war auch relativ günstig. Und das verkaufen wir dann an Kingston Abbey und Northbury. Finde ich auch noch gut. Ab 60 verkaufen wir. Haben wir einfach zu wenig. Wir haben auch nicht genug Schwein. Müssen wir mal gucken, dass wir hier erstmal nochmal die Schweinereien ein bisschen ausbauen. Warum genau ist da eine Schweinerei, wenn da die Schweine so weit weg sind? Ach so, deshalb. Deshalb. Die werden weggeerntet. Ich bin mir sicher, dass ich das mal hingesetzt habe, weil da viele Schweine waren. Und hier gerade eben war noch ein Schwein. Ist weggeplöppt. Und einfach weggesammelt. Wo ist er? Da ist er. Zack, weg. Schwein weg. Nur noch eins. Alles klar. Interessant. Das heißt, wir könnten hier hinten irgendwo nochmal in die Botanik einen Jäger setzen. Für ein bisschen mehr Schwein. Wir haben ja auch noch genug Arbeitslose. Da wohnt auch keiner. Dört also keinen. Wenn da irgendwo Tierabfälle rumliegen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da nochmal irgendwie noch ein oder zwei weitere setzen können, bevor die Fleischerei ausgelastet ist. Aber jetzt erstmal zur Audienz. Wer ist denn da? Behauene Steine. Überschuss gegen Bier. Nö. Ihr wollt 50, wir haben nur 30. Geht nicht. Können wir nicht machen, aber was sollen wir auch mit Bier? Wir haben Beeren. Meine Güte. Müsste nochmal gucken, weil ich mich gerade gewundert habe, dass wir nur so wenig Punkte gemacht haben. Ein Prunk Dingsbums ist 0,3 Wohlstandspunkte wert. Das heißt also, dreimal Prunk für einen Wohlstandspunkt. Na gut. Bei der Verschönerung ist es noch schlechter, aber das ist immer noch gedeckelt. Da haben wir noch nicht genug Einwohner für, als dass sich das wieder bemerkbar macht. Und der Gag ist ja, beim Prunk macht es keinen Unterschied. Aber gut, den müssen wir halt monatlich bezahlen, Verschönerung nicht. Können wir noch meinen Bruder befördern? Gleich. Aber da noch mal einen Punkt extra. Und wir sind immer noch nicht aus den negativen Zahlen beim Arbeiter-Einfluss raus. Also noch mal irgendwie... Ja, kein Plan, was man da jetzt noch so alles an
an Prunk setzen kann, okay? Naja, ein Wetterhahn. Zum Beispiel. Und einen zweiten Schornstein. Und, ach, weiß der Geier. Irgendwo nochmal eine Holzhütte auf die andere Seite. Dann haben wir da irgendwo nochmal einen Punkt gemacht. Fürs Ganze. Gewinne mit Northbury verbessern. Die Äbtissin schätzt den wachsenden Handel und will diese Partnerschaften ausbauen, indem sie einige Geschäfte zwischen dem Klerus und Northbury einfädelt. Ob diese durchgeführt werden, liegt bei euch. Natürlich werden sie durchgeführt. Nur, was müssen wir machen? Lasst sie in unser Kloster einladen. Das könnten wir. Das wäre 90%. Das ist gut. Kräuterkundige... Was? Nein, warum? Unsere Kräuterkundigen werden sich da nicht drum kümmern. Auch Verhandlungen auf dem Land und so. Mit Reichtum sollte man nicht protzen. Finde ich gut. Nein, wir machen 90%. Aber Moment mal, das ist ja nicht der Ausbau. Ach, verdammt. Und es ist Northbury. Echt? Verdammt, also genau Northbury, da wo wir das nicht brauchen. Shit. Bei Kingston Abbey, da wäre das toll gewesen. Von mir aus zur Not hier auch noch bei Mittel. Ach, naja. Lad sie ein ins Kloster. Es schadet ja nicht. Kommt wenigstens irgendwie ein bisschen Geld bei rum. Was können wir denn hier noch prunken? Können wir hier noch was prunken? Können wir bestimmt noch was prunken. Was können wir hier prunken? Ja, genau. Und noch ein Schornstein. Nur schade, dass es hier keinen Prunk macht. Den, der Prunk macht, den gibt es hier nicht. Eine Gemeinheit. Dafür könnte man einen Wetterhahn da oben hinsetzen, der absolut nichts bringt. Nee, das meine ich. Aber nachdem das hier schließlich eine Taverne ist, können wir auch nochmal hier ein bisschen Prunk in die Ecken quetschen. So, das wäre dann wieder ein Wohlstandspunkt. Warum können wir das hier nirgendwo annageln? Gehört das hier echt zu dem... Ja, na gut. Ein roter Galgen ist immer schick. Also ein rot behangener Galgen. Ich will jetzt da hinten auf dem Markt einen roten Galgen. Ich will wieder aufpassen, wenn ich da mal irgendwas abreiße, nicht, dass die ganze Taverne dann wieder weg ist. Aber auch wieder mal zwei Prünkpünkt. Brotkräuter am Bären kaufen. Nö, gibt's nicht. Können wir auch gerne dauerhaft abstellen. Ich mag nicht. Ganz einfach. So, hier ist die Schweinesammelei immer noch im vollen Gange. Hier ist die Schweinesammelei im vollen Gange. Hier hinten nicht, weil wir haben noch keinen Jäger. Jetzt können wir den hier auch zumachen. Machen wir gleich noch den nächsten Jäger, warum nicht? Ich glaube, der Schweinefleischhandel, der ist schon gut einträchtig. Nein, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, das lassen wir dann auch für heute mal die letzte Schweinerei gewesen sein. Da habe ich noch nicht vergessen, das nächste Mal einen neuen Jäger einzustellen. Ja, den machen wir noch. Wir haben hier nämlich irgendwo noch einen Bruder zu befördern. Jawohl. Und damit ist die Frage auch beantwortet, ob sich ein Bruder um die Pflanzen kümmert. Machen sie. Sehr schön. Oh doch, gerade kam mir da noch eine Idee. War ich ja bisher irgendwie nicht so der Freund von, weil wir hier eigentlich nur Klerus haben wollten. Aber wenn man jetzt hier die minus 10% Unterhalt rausnehmen würde, die Besteuerung lasse ich jetzt mal drin, könnten wir vom Klerus den gegenseitigen Prunkmalus für die Arbeiterschaft reduzieren, dann hätten wir dadurch deutlich mehr Punkte bei der Arbeiterschaft und dann könnten wir da automatisch auch gleich wieder die Punktmali für den Klerus reduzieren. Das sollte eine ganze Menge für den Wohlstand beitragen können. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Runde hier in Gutstein, wenn es heißt, die Arbeiterschaft holt auf.
Oh, wenn es heißt Meerschweine. Wenn es heißt Meerschweine? Werte Ladies, werte Lords, seid gegrüßt und herzlich willkommen zur 16. Runde von der Ischen Gutstein. Es ist die 17. Boah, ich brauche einen Kaffee jetzt. War hier wieder.